So, hallo zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich mal auf die Software des ZTE Axon 10 Pro eingehen. Es gab ja auch einige Fragen und ich würde sowieso dann durch ein Video drehen. Also es gibt einige Punkte, sicherlich gibt es auch noch Fragen zu anderen Punkten, die ich nicht erwähnen werde. Ich habe es aber auch erst circa einen Tag und gehe mal auf die wichtigsten oder sagen wir mal auf die Sachen ein, die mir bis jetzt aufgefallen sind und die vielleicht für andere auch ganz interessant sind. So, fangen wir mal an bei der Android-Version. Wir haben hier bereits Android 9 drauf. Sicherheitspatch hätte ich mir auch ehrlich gesagt neuer gewünscht, wenn man ein Telefon zum Marktstart halt in den Verkauf bringt, dass man da vielleicht schon die neueste Version von Meizu drauf haben können. Okay. Wir hoffen mal in Zukunft, dass das bei ZTE überhaupt gut läuft und besser läuft und die Updates da uns nicht allzu lange vorenthalten werden. Vor allem die Sicherheitspatches. So, Update ist nicht verfügbar. Es war bereits die Version drauf. Das Version 1.0 hinten in der Bezeichnung heißt, hoffe ich mal, dass das ja 1.0 Alpha ist sozusagen und nicht wirklich man da auf einem älteren Stand sitzt und es seitdem noch nicht mal zum Verkaufsstart irgendwo aktualisiert wurde. Ja, kann man viel rein interpretieren. Aber bis jetzt muss ich sagen, habe ich keine Hänger, Abstürze oder irgendwas gehabt. Es läuft alles soweit ganz super. Hier diese Hintergrundanimation finde ich auch total super und klasse und wirkt auf dieses Display auch sehr, sehr scharf. Tja, ich würde noch einige Sachen gerne beim deaktivierten Display zeigen, aber mit der Video- oder Screenshot-Recording hier ist das wohl nicht möglich. Da bricht dann die Aufnahme ab. Deswegen kann man zum Punkt Always-On-Display ist vorhanden und auch wohl für Drittanbieter freigeschalten. Ist der Punkt hier fast ganz unten, Display steht's an. Kann man ja auch Zeiten festlegen und so weiter. Man sieht auch hier ein bisschen im Vorschaubild, wie das nachher aussieht. Ja, es wird auch sogar drahtlos laden oder irgendwas, wie auch, was auch immer. Aber bis jetzt wurde eigentlich alles angezeigt. Ich habe bis jetzt auch noch keine SIM-Karte drin. Also WhatsApp, soweit ich weiß, wird unterstützt. Aber ich weiß nicht genau, wie das dann aussieht, ob die Nachrichten angezeigt werden, ob man einstellen kann, dass die vielleicht nicht angezeigt werden. Wenn, dann müsste man das wahrscheinlich über WhatsApp machen, weil hier direkt habe ich jetzt noch keine Einstellung weiter gefunden. Wie gesagt, kann ich jetzt hier leider nicht zeigen. Ich habe aber bald einen Dropbox-Ordner verlinkt, werde ich hier auch nochmal drunter machen, wo ihr Bilder von der Kamera findet. Da kann ich das ja nochmal mit einem anderen Handy einfach abfotografieren, damit ihr mal seht, wie das aussieht mit dem Always-On-Display. Ja, SIM-Karte noch nicht drin, weil ich noch abwarte, mal ein, zwei Tage, wie sich die Kamera verhält, und bevor ich jetzt hier alle meine Sachen umziehe auf das Handy und es dann vielleicht eh nicht behalte, den Aufwand spare ich mir da erstmal. So, des Weiteren, ja, kommen wir dann mal zu Punkten, die mich stören. Also erstmal sieht man hier unten, ist natürlich eine Launcher-Geschichte, kann man ja ändern. Unten diese fünf Button. Die hopsen immer, wenn man irgendwo drinnen war und wieder zurückspringt, hopsen die da unten immer hoch und runter. Jetzt. Also manchmal denke ich, ich habe da irgendwo aus Versehen den Finger unten aus der Ecke und versuche hier, wenn man nämlich nach unten nach oben wischt, zieht man hier auch diesen App-Drawer hoch. Da denkt man immer, man ist da so ein bisschen mit dem Finger irgendwo drauf. Das ist eine Kleinigkeit, aber wenn man hier irgendwo in Apps rein, raus, immer wieder auf oben zurückgeht, das nervt im Blickwinkel unten, dass da alles hin und her hopst. Okay, sieht vielleicht noch nicht so, aber ihr seht es hier unten wieder, also das geht die ganzen letzten Stunden schon so, also das hätte man sich wirklich sparen können. So, dann das nächste, was mich ein bisschen nervt. Oben die Notifications, diese Laufschrift. Furchtbar. Es ist hier, soweit ich weiß, so ziemlich Stock-Android. Ich habe jetzt schon länger kein Nexus oder Ähnliches mehr gehabt, dass ich jetzt genau sagen könnte, was Stock ist und was nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so wirklich Stock sein soll. Ich nehme an, das ist eine ZTE-Geschichte. Man kann auch mal rechts swipen. Ich habe auf dem Mate 20 Pro auch ziemlich viel Navigationstasten da oben. Aber
Trotzdem steht das alles in irgendeiner Schrift, leserlich da unten drunter und nicht wie hier bei den längeren Begriffen, dass das so durchläuft. Und man sieht auch, das bleibt dann immer mal ab und zu mal stehen. Wie hier rechts zum Beispiel ist auch ein Fehler mit Energiesparen, gibt zweimal übereinander. Das eine ist aber Ultra-Energiesparmodus und das andere der normale. Ja, ist für mich vom Symbol her nicht wirklich zu erkennen und es steht auch bei beiden nur Energiesparmodus da, wie man jetzt sieht. Also, ja, Kleinigkeit, aber okay. Und dann sieht man immer, das läuft durch. Es steht auch nie das komplette Wort mal komplett da. Logisch, das bräuchte man keine Laufschrift. Aber wie oben links, wenn man da mal ganz kurz runterwischt, will möchte wissen, wenn man mehrere WLANs hat, WLAN-Hotspots hat, in welchem WLAN bin ich denn, zieht man hier runter. Ja, gucke ich, jetzt kommt die Nummer. Okay. Kann man umbenennen, klar, aber ja, das ist ein kleines Beispiel. Also kann man auch schnell einen Pfeil nach unten drücken, sieht man mehr, aber. Finde ich nicht so toll gelöst. Was mir aufgefallen ist, automatische Helligkeit ist vorhanden, springt bei mir zurzeit ziemlich oft wieder, sagen wir mal, ungefähr 10%, nicht ganz Minimum, aber 10%, nachdem ich es aus hatte oder aktiviert habe. Vielleicht noch ein Bug, weiß ich nicht, passiert nicht immer, aber ist mir öfters aufgefallen. Ich regel es dann auch immer wieder hoch. Da kann man ja glaube auch so ein bisschen so seine Gewohnheiten, da lernt er so ein bisschen dazu. Aber es ist jetzt ziemlich oft passiert, dass ich die Helligkeit immer wieder hochregeln musste, bei gleichem Umgebungslicht. So, kommen wir weiter. Dann hätten wir gehen wir mal in den Einstellungen. Da hätten wir zum Beispiel die zusätzlichen Funktionen. Der Einhandmodus ist hier ein bisschen schlecht beschrieben. Es steht da, dass man diesen Rahmen größer kleiner ziehen kann. Finde ich ganz gut, weil bei anderen Herstellern hatte ich das Thema, man kann froh sein, wenn man es überhaupt hat und wenn man es hat, wie es aktiviert wird. Und auch wenn man es hat, ob man die Größe überhaupt ändern kann oder ob man mit einer vorprogrammierten Größe leben muss. So, hier ist es so gemacht, dass man muss hier unten auf jeden Fall also diese Tasten aktiviert haben. Ich habe jetzt hier unten das schon ein bisschen minimiert. Es gibt auch den Fall, dass man die Tasten komplett weglässt und mit Gesten arbeitet. Bei Huawei, glaube ich, war das Thema oder bei Lenovo mal oder Motorola, die das auch haben. Ging das erst nicht, wenn man keine sichtbaren Tasten hat, weil das mit dem Swipe über die Tasten unten, diese Notification-Tasten, funktioniert hat. Später hat man nachgerüstet, dass man das dann doch irgendwie, glaube ich, auch über Huawei vom Motorola übernommen hat, von der Mitte des Bildschirms nach links oder rechts unten zieht, dass man die Navigationstasten nicht dringend einblenden muss, um diese Funktion zu nutzen. Leider hat das ZTE nicht so gemacht. Die weisen darauf hin, wenn man unten das nutzt mit den Gesten und die Tasten wechseln, kann man diese Funktion nicht nutzen. Ansonsten unten links auf die, muss ich auch mal überlegen, auf die Zurücktaste halten. Dann kommt man in diesen Bild-in-Bild oder also diesen Miniaturbildmodus, Einhandmodus, genau. Jetzt kann man hier oben rechts dieses kleine Ecke anfassen. Man kann nicht unbegrenzt hin und her ziehen, aber man kann. Hier stimmt auch gerade hier dieser Abdruck im Display nicht, wo ich meinen Finger gerade habe. Ich habe meinen Finger jetzt gerade oben rechts auf die Kante, über dem Akkusymbol. Also man kann ein bisschen variieren. Und man kann es auch nach mit dem Pfeil unten links rechts sich in die Ecke schieben, die man haben möchte. Tippt man drumherum auf den Lärmbereich, kommt man wieder zurück. Okay, das ist diese Geschichte. Dann geht es weiter in den Einstellungen. Wenn wir bei den Funktionen bleiben, Systemnavigation, gibt es wieder Gesten, dann diese Swipe-Navigation, die ich gerade unten aktiv habe, und diese normalen virtuellen Tasten unten im Display. Sind ja keine Hardware-Tasten im Kinn unten, sondern sind ja im Display. Funktionieren alle drei eigentlich wie gewohnt ganz gut. Mittlerweile kennt man es ja von mehreren Herstellern, denke ich mal. Brauche ich nicht weiter darauf eingehen. So, Bildschirmaufnahme, wie gesagt, mal aktivieren. Double Tap to Wake ist auch vorhanden, funktioniert auch super. Kann ich jetzt nicht zeigen, was Display ausgeht und die Aufnahme abbricht. Und ganz unten bitte schütteln, kenne ich sonst nur von Motorola. Das heißt, Handy aus, kurz mal geschüttelt, geht die LED hinten bzw. das Kameralicht an als Taschenlampe. Kann man öfters gebrauchen, also Handy als Taschenlampe nimmt glaube ich auch mal öfters und ist eine schöne Geste, um das zu aktivieren. Ja, ansonsten war es das hier soweit. Dann haben wir unter Display Always On Modus hatten wir.
Jetzt suche ich noch Töne, da ist es. So, Töne haben wir unten dann irgendwo den DTS-Sound. Kann man sich da aktivieren und auch verschiedene Sachen einstellen. Wo war es jetzt gewesen? Unter persönliche Audioeinstellungen kann man hier verschiedene Sachen wählen. Musik, Film, normal und so weiter. Man kann sich auch hier den Grafik-Equalizer aktivieren und sich das einstellen. Oder hier ein bisschen noch mit rumspielen, wo der Surround-Sound mehr so klingen soll. So. Voluminös oder mehr auf der Seite oder mehr direkt von vorne, als ob es aus dem Display kommt. Ja, geringfügige Änderungen habe ich festgestellt. Hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr erwartet, aber ich bin ganz zufrieden. An sich zum Sound, wie in dem anderen Video, leider auch schlecht zu hören. Zum Mate 20 Pro kann ich da gute Vergleich ziehen. Es ist wirklich, finde ich, deutlich lauter. Und der DTS Surround-Effekt ja, holt mich noch ein bisschen mehr ab. Es ist noch ein bisschen deutlicher. Vielleicht nicht viel, aber sagen wir mal so 10-20%. Also ist auf jeden Fall nicht schlechter der Lautsprecher. Da bin ich schon mal positiv begeistert. Da habe ich nicht so viel erwartet, ehrlich gesagt. Aber also für mich reicht das allemal aus. So. Dann geht's weiter mit, ja, mit der Kamera kann man dann eigentlich schon fortfahren. Ich kann schon mal kurz ein paar Bilder aufrufen. Ich habe schon ein paar verschiedene gemacht. Das war zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, wie ich es richtig mache, damit ihr euch im Bildschirm nicht verrenken müsst. Ich lasse es, glaube ich, lieber bei Hochkant. Das war jetzt ein Bild mit der AI aktiviert. Ich glaube, der Zoom lag hier aus dem Schnittlauch. Kann sich eigentlich ganz gut sehen lassen. Hier ein bisschen blacher, ohne künstliche Intelligenz. Erkannt wurde auf Pflanzen, hat alles immer super funktioniert. Hier war auf die vordere pinke Blüte fokussiert, mit AI und ohne. Die Farben werden jeweils angehoben. Von der Schärfe her, finde ich, ist es jetzt hier nicht so zu erkennen. Auf dem Laptop habe ich es mir angeschaut, war es ein bisschen mehr. Hier habe ich auf die Dicky-Schrift fokussiert. Ist eigentlich nicht so groß Unterschied, weil das Blau auch blasser ist. Tja, hier hatte ich mal mit HDR rumgespielt und mit künstlichen Gänzen ohne. Leider ist es hier in den Infos nicht zu erkennen. Ich möchte jetzt oben rechts auch nicht versuchen, da euch das zu zeigen, weil da der Stop-Button von der Aufnahme liegt. Und ja, der Nachtmodus jetzt hier in dem Fall war eigentlich nicht groß der Unterschied. Es kommt mir eher vor, als ob man hinterher am Helligkeitsregler nur dreht und dann wirklich zusehen kann, wie schnell das Rauschen zunimmt. Also, sag mal, so ein Wow-Effekt wie beim P30 Pro, wenn ich das auch schon angucken konnte, habe ich da nicht gehabt. Aber okay, jetzt muss ich noch ein bisschen beobachten, vielleicht ein bisschen zeitig. So, ansonsten in der Kamera, ja, die Einstellungen, ihr habt, Moment, ich muss hier mal auf die Fotofunktion gehen. So, was mich wundert, im Pro-Modus, der hat man hier unter mehr versteckt, könnte ein bisschen schon sein, hat man nur die Auflösung maximal 12 Megapixel. Aber das habe ich beim Mate 20 Pro drin jetzt nicht. Wenn ich hier auf Normalfoto gehe, auf Auto, dann habe ich erst diese 48 Megapixel-Funktion. Also bei dem Mate 20 Pro ist ja mit die 40 Megapixel, da habe ich immer diese Einstellung zur Verfügung. Das nächste ist, habe ich AI aktiviert, wie jetzt kann ich auch um HDR nicht auswählen und der Zoom ist nicht verfügbar. Das kann ich noch nachvollziehen. Es gibt bei anderen Geschichten auch. Okay. Soweit dazu. Super Night Modus, wie gesagt, hier vorhanden. Nichts weiter einzustellen, glaube ich. Auch nicht in den Einstellungen. Kann man mit rumspielen. Wie gesagt, Wunder wollte ich nicht erwarten. Unter Video wurde schon mal die Frage gestellt, wie das aussieht mit 60 Bilder pro Sekunde und so weiter und so fort. Ist hier für mich jetzt nicht ersichtlich. Müsste man eine Videodatei aufnehmen und die sich wahrscheinlich irgendwo auslesen, um das rauszufinden. Aber ich denke, ich habe gelesen, 60 Bilder pro Sekunde wird auch bei 4K unterstützt. Wenn ich auf mich auch nicht mit dem Handy von mache, man liest ja immer von verschiedenen Handys und weiß dann am Ende gar nicht mehr so richtig, wo was zutrifft.
Ja, ansonsten, ich kann noch mal hier auf die, ich habe jetzt mal ein bisschen Zimmerlicht an, ein bisschen draufhalten. Also die Auslösung geht wirklich sehr fix, auch wenn es dunkel ist, da kann ich nicht meckern. Ich glaube, wenn das die Videofunktion jetzt mit aufnimmt, okay, die Displayhelligkeit hat jetzt ziemlich deutlich nachgelassen. Ich habe zwar hier ein bisschen dunkleren Bereich gehalten, aber das finde ich teilweise, also für mich war es jetzt hier wirklich sehr, sehr dunkel, immer beim Knipsen gewesen. Fällt mir sonst bei dem Huawei, wie gesagt, nicht so auf. So, dann mal noch zur Entsperrung, was ich jetzt hier nicht zeigen kann. Also mit 20 Pro und mit 3D-Gesichtsscanner. Hier nur noch die normale Notch und die normale Kamera dafür zu benutzen. Ist aber, also ich war vorhin ja fast im Dunkeln. Das ging wunderbar und ja, im Display-Fingerabdruckscanner konnte ich mich auch nicht beschweren. Funktioniert bis jetzt tadellos. Da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Weiß nicht, welche Generation das genau ist, aber es funktioniert. Es kommt eine kleine Animation, wird von unten beleuchtet, der Finger und dann ganz nett gemacht eigentlich. So, dann wollte ich mal noch zeigen, Thema Akku. Das hat man nicht so viel benutzt, vorhin einmal vollgeladen. Gut finde ich hier schon, dass ich bereits hier unter Akku sehe, wie lange der noch hält. Brauche ich gar nicht groß weiter reingehen und sehe, okay, so lange hält noch, weil der bis jetzt in Nutzungskurve, sag ich mal, wie ich es jetzt gerade benutzt habe, die letzten 2, 3 Stunden. Ansonsten Strommodus ist klar, dann kann man hier Akkuverbrauch oder Hardware schauen, habe ich jetzt schon knapp 2 Stunden. Display, also ich würde jetzt so knapp auf 10 Stunden kommen, wenn das wirklich linear durchläuft. Ich habe ja schon Handy-Modelle, da dachte man, okay, der Akku hält ewig, mit den letzten 20% ging viel schneller als die ersten 80%. Das kann ich jetzt noch nicht vorher sagen oder an und habe es auch noch nicht durch, dass ich das dazu erwähnen könnte. Hier sieht man, was ich gemacht habe, 4 Kamera. Ansonsten viel rumgeschaut und zwischendurch auch irgendwo, wenn es überhaupt mal auftaucht, hatte ich eigentlich auch World of Tanks gespielt. Wundert mich jetzt, dass das hier nicht angezeigt wird. Sollte eigentlich auf jeden Fall mit dabei sein. Das war eigentlich nicht wenig und das Spiel zieht auf mein Huawei auch so mit am meisten am Akku. Okay. Weiß ich nicht, und sonstige konnte ich nicht schauen. Weiß ich jetzt nicht genau, warum es angezeigt wird. Ja, die typischen Spielereien zum Optimieren des Akkus. Ja, das war von meiner Liste jetzt erstmal so die Sachen, die mir aufgefallen sind und auf die ich mal kurz eingehen wollte, was alles vorhanden ist und was zusätzlich wie Double Tap to Wake, denke ich mal. Und einen Modus weiß ich nicht, ob das vielleicht schon mittlerweile Stock Android ist, aber das wurde vielleicht hinzugenommen und das zum Schütteln für den Licht anmachen. Sind so Kleinigkeiten. Ansonsten, wie gesagt, wird das Stock Android sind, das kann man sagen, läuft auch flüssig, aber nach rechts gewischt, kriegt man auch hier diese Google-Neuigkeiten und sowas. Das funktioniert alles, ist alles dabei. Tja, ansonsten oben Akkuprozentanzeige. Gucken wir mal ganz schnell rein, fällt mir gerade auf. Gab es schon mal, dass es irgendwo nicht mit dabei war, wo man meinte, dass das Original ist. Aber es muss nicht überall dabei sein. Oben rechts unterm Stop-Button ist ein Einstellungssymbol, da kann man das gleich einstellen. Wie gesagt, kann ich jetzt leider nicht reingehen, bevor ich die Aufnahme einfach so abbreche. Okay, denke ich doch mal, das. Ah ne, die Prozente stehen daneben. Okay, Kommando zurück, ich sehe es gerade. Ich habe es nicht gesehen, okay. Aber ich hätte lieber, wenn die Akkuprozente im Akku sind, da spart man ein bisschen Platz oben und dann passen da mehr Notifications hin. Das ist nämlich der Fall bei Huawei, sprich gerade, da ist das Akku-Prozentzahl im Logo drin. Aber da hat man auch noch weniger Platz durch die breite Notch, was hier ja nicht so schnell der Fall ist. Ja, okay, wird das mal gewesen sein. So schnell sind fast 20 Minuten rum. Ja, Frage gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich verlinke auch noch einen Dropbox-Ordner, wo ich da mal noch ein paar Bilder reinwerfe, weil mir bei YouTube habe ich gesehen, dieser Community-Chat, wo man sonst mal Bilder posten könnte, was ich von anderen YouTubern kenne, das gibt zwar erst ab 10.000 Abonnenten. Ja, da bin ich glaube noch ein ganzes Stück weit von entfernt, aber da muss ich auch nicht unbedingt hin. Auf diesen Kunden mache ich das auch nicht. Ja, okay, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao!